herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme bzw. einem neuen Tutorial hier bei mir auf meinem Kanal YellowFix18. Ja, lange kam hier kein Tutorial mehr, jetzt möchte ich wieder eine neue Serie beginnen. Die alte World Ears Serie wird noch weitergeführt werden. Habe auch noch Tutorials im Hintergrund liegen, die werden auch die Tage jetzt wieder hochgeladen. So, was genau habe ich jetzt vor auf diesem Kanal, mit diesem Tutorial? Ja, ich möchte jetzt gerne eine Partikelreihe beginnen. Darum geht es mir, dass wir uns unsere eigenen Partikelklassen machen und uns kleine Funktionen basteln, wie zum Beispiel so einen coolen Cube und sowas. Das Ganze werde ich in einer Reihe machen, das heißt, die Reihe wird von Anfang in Basic, also im Basic-Bereich. Das sind dann die ganz einfachen Partikel, die wir aber dann in Advanced bis am Ende zum Hard-Bereich hochziehen werden, so dass jeder jetzt am Ende hiervon was haben wird. So, dazu beginnen wir ganz einfach. Ich habe hier einfach schon ein Standard-Plugin gemacht, wie ihr es kennt. Dazu habe ich jetzt hier schon mal eine Main-Class gemacht. Halt einfach den Standard-Kram. Werdet ihr ja auch alles so haben, hoffe ich mal. Beziehungsweise ihr werdet vielleicht schon mal ein Grund-Plugin oder sowas haben. Gegebenenfalls macht ihr das Ganze sonst jetzt einfach. Das ist halt einfach hier ein On-Enable und On-Disable-Teil in der im Java-Plugin. Das Ganze kennt ihr. So, dann machen wir uns hier jetzt einfach eine neue Klasse. In diesem Fall werden wir die jetzt mal Partikel-Utils nennen. Warum Partikel-Utils? Relativ einfach, weil wir schließlich mit Partikeln arbeiten wollen. Und um das Ganze so ein bisschen damit rumspielen zu können, werde ich als erstes einfach eine Partikel-Utils machen, wo wir Partikel spawnen können. Das können wir einfach relativ einfach machen. Wir können, was machen wir denn mal? Wir sagen so, dass wir später so machen, dass man Partikel auswählen kann über ein Inventar. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen mehr machen, weil wir müssen auch das Inventar gleich coden. Das heißt, das wird ein bisschen länger als Tutorial, aber wir schaffen das. Als erstes machen wir uns hier ein paar Methoden. Machen wir hier nochmal einmal Particle Listener. Und dann machen wir noch die Particle GUI. So, wir fangen jetzt mit der Particle GUI an. Implementieren wir uns Listener. Das machen wir einfach mit Implements Listener, was euch hoffentlich schon bekannt sein sollte, ansonsten haben wir ein Problem. Ich werde das Ganze jetzt über mehrere Klassen machen. Vielleicht machen alle Leute das in einer Klasse, könnt ihr gerne machen. Ich würde es aber immer bevorzugen, über mehrere Klassen zu arbeiten, weil eine Klasse sollte nie mehr als, ich würde sagen, so Pi mal Daumen 300, 400 Zeilen haben, ansonsten ist sie zu unübersichtlich. Okay, beginnen wir. Was kommt in die Partikel-GUI rein? Das wird unsere Standard-GUI, womit wir am Ende die Partikel auswählen können. Deswegen machen wir einfach hier uns die Methode rein. @EventHandler kennt ihr bestimmt. Public Void on Player Interact Event. Und das nennen wir E. Ihr könnt es auch von mir aus Event nennen oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich nenne das jetzt einfach immer E. So, Player P ist dann in diesem Fall, das ist ja unser Player, den wir darüber getten, ist E.getPlayer. Dann müssen wir einmal den Player nochmal hier importieren und fragen wir ab, if e.getAction gleich action und right click R oder e.getAction gleich action und right click block. So, wie ihr merkt, werde ich jetzt gerade hier im TeamSpeak angestupst, deswegen werde ich jetzt einfach mal hier das closen. Und damit haben wir dann jetzt schon mal unseren Right-Click-Bereich fertig. Warum ist das wichtig für uns? Weil man ja schließlich Right-Clicken wird auf den Bereich. Also, wenn es ja rechts, ihr macht ja ein. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr macht ja einmal Rechtsklick auf das mit dem Inventar in der Hand und dann wird so eine Partikel-GUI geöffnet. Und das Ganze machen wir uns jetzt auch einmal. Dafür fragen wir als erstes ab, ob die Aktion Rechtsklick ist. Es gibt halt zwei Aktionen, Rechtsklick auf einen Block oder Rechtsklick auf in die Luft. Dafür habe ich dann halt jetzt einmal die beiden abgefragt. Hier zwischendrin habe ich zwei Striche, die entsprechen einem Oder. Das heißt, wenn die Aktion gleich dem der Rechtsklick R oder die Aktion gleich der Rechtsklick Block ist, wird das da drin gemacht, was in den Klammern ist. Aber das ist halt Basic. Aber das müssen wir auch noch einmal reinbringen, weil wir mit Basic beginnen wollen. So, dann fragen wir ab,
fp.getItemInHand von getType gleichzeitig Material machen wir mal Blaze Powder. Jetzt werdet ihr sehen, er meldet hier schon einen Fehler. Das heißt, die Methode ist decrypt. From the humane ist decrypt. Heißt, die Methode kann sein, dass sie demnächst rausgenommen wird, kann aber auch sein, dass sie drin bleibt und einfach jetzt längere Zeit decrypt ist. Um das Ganze halt einfach jetzt eben zu markieren, setze ich hier decrypt drüber, damit ist unser Warning raus, sieht ein bisschen ordentlich aus. So. Dann haben wir jetzt, fragen wir jetzt ab, ob das ein Blaze Powder in der Hand ist, also p.getItemInHand, logischerweise. Dann den Type, um auf Material zu kommen, weil getType ist von der Methode Material, wenn man jetzt hier mal drauf hält. Material, seht ihr, ja, was der zurückgibt. Und gleich Material Blaze Powder, relativ easy. So, jetzt haben wir, jetzt wissen wir, dass er Rechtsklick auf den Blaze Powder gemacht hat und deswegen machen wir ein neues Inventar. Das machen wir Inventory Inf gleich Bucket.create Inventory. Das machen wir null, also wir brauchen keinen Owner. Das heißt, machen wir jetzt mal 9 und den Namen machen wir Paragraph 6, Partikel, Paragraph 7, Paragraph 8, Paragraph 6, GUI, Artikel GUI. Also es müsste da jetzt orange, grauer Bindestrich, orange GUI sein. Da habe ich mich so vertippt, jetzt müssen wir change to inventory. Also Inventory in, vielleicht Bucket.create Inventory, null 9. Jetzt, das heißt, wir haben ein Inventar mit 9 Slots und da wird genannt Partikel GUI, relativ easy. So, und daran setzen wir es auf Inf. Ach ja, da müssen wir jetzt eine Methode machen. Wir wollen ja schließlich jetzt auch da solche kleinen uns Items reinsetzen. Dafür mache ich mir einfach nochmal in den Utils, mache ich mir jetzt eine Unterklasse. Weil ich möchte jetzt hier nicht so ewig lange an diesen Kleinigkeiten für die GUI rumsitzen. Dadurch schreibe ich mir jetzt einfach eine Methode. Utils. Ja. Da ist ein Komma. So. Daran machen wir einfach die Klasse ItemUtils. Und ich habe mir schon mal eine geschrieben. Ich werde aber hier noch einmal eine schreiben, damit wir das jetzt eben schnell machen können. Da brauchen wir keine Listener, sondern wir machen uns einfach eine kleine Methode. Public static create item stack, dann machen wir string name string lore 1 string lore 2 material m und int a. So, wofür steht das Ganze jetzt? Public static item stack. So, damit er jetzt nicht die ganze Zeit da blöd rumleuchtet, werde ich mich das gleich rot markieren. Machen wir return null, damit wir erstmal eben das so. Ach, natürlich so. So, jetzt meldet erstmal nichts. Genau. Wofür ist das Ganze jetzt? Einmal zur Erklärung. Create item stack wird eine Methode werden, womit man einen Namen angibt fürs Item. Eine Lore, das ist sozusagen dieser Untertitel. Erste Zeile des Untertitels, zweite Zeile des Untertitels. Das Material des Items und die Anzahl des Items. Das Ganze ist dann auf eine Zeile beschränkt. Wir werden aber jetzt gleich ungefähr so circa 10 Zeilen hier drin haben. Nur damit das einmal klar ist. So, dann machen wir uns einfach List String Lore gleich New ArrayList String. So. Die Methode wird jetzt etwas größer werden und auch vielleicht schon ein bisschen unverständlicher. Nicht Java AWT, wir brauchen Java Util. Hier also bei List Java Util importieren. Ich habe jetzt gerade ausschließlich AWT importiert. So, jetzt haben wir die Lore und dann macht ihr einfach if Lore 1 Ausrufezeichen gleich null, also ungleich null, also nicht null. Lore.add und dann Lore 1. So, was genau bringt das? Wenn ihr jetzt dann nur Lore 1 auf 0 setzt, wird es gar nicht mehr in die Stringliste geaddet. Hat den Vorteil, dass wenn ihr beides am Ende auf 0 setzt, wird gar keine Lore geaddet. Das Ganze können wir jetzt einfach hier kopieren, machen das hier unten drunter und machen das gleiche mit Lore 2. Und damit haben wir schon mal das Ganze, den groben Aufbau. Jetzt geht es weiter. Item Stack I gleich New Item Stack, in Klammern Material, in Klammern M,
So, damit haben wir jetzt schon mal gesagt, sozusagen der Item Stack I. Das ist ein neuer Item Stack mit dem Material, was wir hier oben gesetzt haben. Das machen wir dann weiter. Item Meter. Item Meter I Meter gleich I.get Item Meter. Damit erhalten wir die Item Meter von unserem Item Stack, den wir gerade erstellt haben. Dann machen wir iMeter und setDisplayName und dann kommt da rein Name. Und if lower1 Ausrufezeichen gleich null und lower2 und gleich null. Wenn die beiden jetzt in diesem Fall nicht null sind, wird uns werden wir jetzt diese lore adden, das heißt iMeter set lore und da kommt eine Stringlist rein, das ist in diesem Fall die lore, die wir oben gesetzt haben. Ne? Also hier ist ja die Liste und in die Liste adden wir ja lore 1, wenn sie nicht gleich 0 ist und lore 2, wenn lore 2 ausgerechnet 0 ist. Wenn aber jetzt beide null sind, dann brauchen wir es ja nicht adden, deswegen fragen wir hier vorher ab. Das können wir so mit dem Oder machen, weil wenn eine davon ungleich null ist, ist es ja in Ordnung. Also wenn Lore 1 oder Lore 2 ungleich null, dann setzen wir die Lore. Ja, und das ist jetzt sozusagen, um diese Untertitel zu setzen. So, damit haben wir das Ganze schon fast. iMeter können wir eigentlich, glaube ich, nichts mehr machen, deswegen machen wir es jetzt einfach so. i.setItemMeter und dann kommt der rein iMeter. Dann setzen wir noch i.setAmount, das ist A, die wir vorher gesetzt haben, und dann returnen wir i. Und das war es auch schon. Das ist jetzt unsere kleine Methode. Sieht ein bisschen strange aus, aber sie gibt uns unseren Itemstack zurück. Das heißt, dass wir haben gleich einen ganz ordentlichen Itemstack, den wir ordentlich verwenden können. So, also gehen wir jetzt wieder in die Partikel-GUI rüber und machen hier infSetItem auf Platz 0 und dann Item Utils und dann Create Item Stack. Den Item, also den Namen nennen wir jetzt mal, was können wir mal cool machen? Green Stars, Green Star. Dann Lore 1, Spawn Green und dann hier Stars. Material. Nehmen wir mal Nether Star, der ist zwar nicht grün, aber das passt schon, und sagen ein Nether Star. So, und damit derjenige das virtuelle Inventar auch erhält, machen wir p.openInventoryInf. So, damit haben wir jetzt unser Inventar erstellt und derjenige wird das Inventar sehen. Wir möchten aber auch noch, dass wenn er jetzt auf das Inventar klickt, auch etwas passiert. Deswegen machen wir es hier, machen wir nochmal einen Event-Händler. In diesem Fall public void on player on inventory click event auch wieder e. Die Bezeichnung ist ja innerhalb der Klasse, das heißt, ihr könnt das zweimal e nehmen, weil das e bezieht sich jetzt nur auf den Bereich, der hier drin ist. Alles, was außerhalb dem Bereich ist, gilt nicht. Deswegen ist der Bereich hier 1 und hier auch nochmal 1. Und das on können wir auch zwei verwenden, weil es zweimal unterschiedliche Events sind. Wenn wir jetzt zweimal das Player Interact Event haben, dann müssten wir das hier vorne die Methode ändern. Okay, damit hätten wir die Grundmethode. Und jetzt müssen wir halt einfach nur noch sagen, hier rein können wir einfach machen Player P gleich e.getToClicked. Jetzt wird er uns eine Human Entity zeigen, also er sagt jetzt hier, ne? Wir sollen das entweder P zu Human Entity oder e.getToClick zu Player casten. Eine Human Entity ist aber ein Player. Es gibt nur diese zwei Begriffe, warum man das ausgeteilt hat, es ergibt keinen Sinn, weil es, okay, vielleicht für Fake Player gegebenenfalls mit Human Entities. Ansonsten ergibt es keinen Sinn und deswegen nehmen wir Cast to Player, weil es wird niemand anders sein, der so ein Inventar öffnet. So, damit haben wir den Kram. Und dann fragen wir jetzt einfach ab, if e.getInventory getName.equalsIgnoreCase und dann haben wir die vorhin genannten Paragraph 6 Particle Paragraph 7 Bindestrich Paragraph 6 GUI. So, ihr müsst das genauso schreiben, genauso, weil es equals ignore case. Also
entspricht Ignore, also Case, also er achtet nicht darauf, darauf, ob es kleine oder also er achtet darauf, dass es klein oder groß geschrieben ist. Das heißt, wenn das jetzt nur in der Groß- und Kleinschreibung Unterschied ist, trotzdem Fehler für ihn und ihr springt raus. Deswegen, ihr müsst es ganz genau machen und es muss auch die Paragraphenzeichen drin sein. Ansonsten nimmt das nicht. So, damit fragen wir jetzt ab, ob er das Inventar hat. Wenn es das Inventar ist, fragen wir ab, if ePoint get current item Ausrufezeichen gleich null, also ungleich null oder nee, und ePoint get current item get type Ausrufezeichen gleich null. Also damit fragen wir ab, ob das ich habe Fehler gemacht. Also damit fragen wir jetzt ab, ob das Item nicht null ist und auch der Type von dem Item nicht null ist. Wenn das nicht null ist, wird in diesem Fall halt gehen wir hier rein. So, hier hinter können wir aber trotzdem i.setCancel2 machen, weil wir schließlich nicht wollen, dass da was im Inventar bewegen kann. So, wie geht's jetzt weiter? Relativ einfach. Wir haben jetzt hier die Abfrage. Jetzt können wir uns, wir wissen ja, dass alle Sachen, die wir in das Inventar packen, in diesem Fall ein Display-Name haben. Deswegen können wir es so machen: String disp gleich e.getCurrentItem, .getItemMeter, .getDisplayName. Wenn ihr es nicht wisst, macht es nicht so, sondern fragt ab, ob es vorher auch noch eine ItemMeter hat. In dem Fall wissen wir aber ja, dass es in dem Inventar nur so sein kann, deswegen lasse ich das so drin. So, und dann fragen wir ab, if this.equalsIgnoreCase, und dann in diesem Fall hatten wir Paragraph A green star, dann mache das, was in diesen Brackets drin ist. So, und damit hätten wir jetzt schon mal unseren Grundbereich. Jetzt können wir hier einfach mal ausgeben, bucket.broadcastMessage Partikel-GUI. Damit wissen wir jetzt schon mal, dass das klappt. Und das Ganze, würde ich auch sagen, ist dann für diese erste, fürs erste Tutorial, was jetzt gleich 18 Minuten hat, auch vernünftig. Weil ich würde sagen, 20 Minuten werden wir rauskommen. Deswegen machen wir hier noch eben Plugin Manager VM gleich bucket.getPluginManager und pm.register Events, dann new Partikel GUI und dann this Partikel eben einmal importieren, hat er genommen, perfekt, damit ist das klar. Und jetzt machen wir noch mal eben hier drunter eine new until text file, da kommt rein author, nee, als erstes kommt name particles author Felix 18 in diesem Fall, Version 0 und main d.yellow Felix 18 und YouTube main.youtube. Wenn ihr jetzt nicht wisst, es muss einmal das Plugin YML gespeichert werden, und dann in das in den Bereich YouTube. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was hier hinkommt soll bei Main kommt einfach in diesem Fall euer Package Name, wo die Main Klasse drin ist, rein Punkt Main Klasse. So, und damit habt ihr das Ganze, dann exportieren wir das Ganze als JAR-File. Bei mir ist jetzt das Lobby-System eingetragen, weil ich derzeit auch an einem Lobby-System arbeite für einen Server. Um mal zu sein für meinen eigenen Server, der wird auch demnächst released. Wir machen aber YouTube und finishen das Ganze. So, dann haben wir jetzt hier unseren Test-Server. Das Ganze machen wir mal eben klein hier alles. Dann haben wir jetzt hier vorne ist jetzt das YouTube drin. Das Plugins ziehen wir jetzt hier in Plugins rein. Plugins drin. Dann starten wir den Server. Ihr werdet den Server ja bestimmt auch haben. Hoffe ich zumindest mal. So, dann startet er die Welt. Und wir können jetzt auch mal auf den Server drauf connecten. So, wir wissen ja, dass wir gerade ein Blaze Powder abgefragt haben in dem Inventar. Deswegen machen wir mal eben Game Mode 1. So, dann nehmen wir uns den Blaze Powder. Den hatten wir, den brauchen wir dafür. Gehen in Game Mode 0. Das können wir hier aufmachen. Und jetzt befindet sich die Partikel-GUI. Und hier ist der Green Star. Und jetzt sagt er auch im
Pakil GUI, weil ich mich vertippt habe. Das heißt, wir sehen jetzt sogar, dass ich einen Tippfehler drin habe, wenn ich jetzt hier da Partikel GUI. Wenn ihr jetzt noch wollt, dass das Inventar schließt, können wir es einfach noch ganz einfach machen. P.close Inventory. Und dann exportieren wir es nochmal. So, dann stoppen wir einmal eben den Server. Ja, viele Leute werden das jetzt mit Reload machen oder so. Ich empfehle aber immer, den Server zu stoppen, weil das die Sachen einmal vernünftig neu lädt. Kopieren und ersetzen. Und Run. Jetzt startet der Server. Kurz gucken. Da ist er schon. Wir joinen. Ja, so, jetzt öffnen wir es. Da sehen wir jetzt den Green Star. Und dann close das Inventar und jetzt steht der Partikel GUI. So, damit haben wir jetzt unsere Grundpartikel GUI. Und dann würde ich sagen, im nächsten Tutorial geht es dann los mit unserem direkten Particles. Das Ganze ist jetzt nur in diesem Fall für uns wichtig, damit ihr am Ende auch mit der Partikel GUI mit den Particles arbeiten könnt. Und deswegen haben wir jetzt hier einmal die GUI gemacht. Und das Ganze werden wir dann jetzt in der nächsten Folge weitermachen, indem wir jetzt die Partikel programmieren. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.